Das Wort Gottes, die Bibel sagt, dass sie ewig ist und ewigen Bestand hat. Und deswegen, was wir machen, wir predigen aus der Bibel. Aber heute werden wir nicht nur aus der Bibel predigen, sondern heute werden wir aus der Bibel über die Bibel predigen, beziehungsweise aus dem Wort Gottes über das Wort Gottes predigen. Weil das Wort Gottes ist das Einzige, das Einzige, was wir haben, um Gott unverfälscht und unverschwommen zu sehen und darzustellen. Die Bibel ist das einzige Buch, ist das einzige Material, was wir haben als Menschen, das Gott unverfälscht und vollkommen und unverfälscht und nicht verschwommen darstellt. Deswegen predigen wir aus der Bibel und heute aus dem Wort Gottes über das Wort Gottes. Ich weiß nicht, ich habe es ja schon öfters gesagt, ich habe zum Teil jede Woche, zum Teil jeden Tag habe ich einen Bibelvers, der mich greift, einen Bibelvers, der mich packt, einen Bibelvers, über den ich jede Woche meditiere. Und diese Woche habe ich über Psalm 46, Vers 1 und 2 meditiert, beziehungsweise das war mein Bibelvers für die Woche. Und zwar steht da, Gott ist uns Zuflucht. Gott ist uns Zuflucht. Gott ist uns Stärke. Gott ist uns Zuflucht und Stärke und Beistand in der Not reichlich gefunden. Wer ist Gott? Gott ist derjenige, der vor allem in Not ist er sofort für dich da. Die Bibel sagt, er ist unser Beistand, er ist unsere Stärke, er ist unsere Zuflucht. Wann? In der Not reichlich gefunden. In der Not reichlich gefunden. Und dann sagt der Psalmist, und deswegen fürchte ich mich nicht, auch wenn die Erde erbebt, auch wenn die Berge schwanken ins Meer, ich fürchte mich nicht. Warum? Weil Gott ist mir Stärke. Gott ist mein Beistand. In der Not reichlich gefunden. Und deswegen predigen wir heute aus dem Wort Gottes über das Wort Gottes, weil das Wort Gottes bleibt ewig. Und ich will nicht, wisst ihr was, ich will den Wert von allem anderen, wie Lobpreis und so weiter, nicht wegnehmen, okay? Aber das Wort ist das, was ewig bleibt und deswegen liebe ich das Wort. Und heute fangen wir an mit unserer Serie und zwar, ich gebe dir, sieht ein bisschen verschwommen aus, auch wenn ich heute gesagt habe, das Wort ist unverschwommen. Ich gebe dir mein Wort, weil ich gebe dir mein Wort ist der Start unserer Serie und heute fangen wir an mit 1. Petrus. Wir werden 1. Petrus Kapitel 1 ab Vers 22 werden wir lesen. 1. Petrus ist ein ganz spannendes Buch. 1. Petrus ist geschrieben an neugeborene Christen, an junge Christen. Und was du da siehst, den 1. Petrus ist, was Petrus macht, die ersten paar Verse, das nennt man Doxologie. Was bedeutet, dass Petrus erstmal Ruhm, Ehre, Lobpreis, in unseren Worten heute, Jesus erstmal so richtig abfeiert. Was Jesus für uns getan hat. Was Jesus getan hat, dass wir wiedergeboren sind. Dass Jesus durch ihn, dass wir errettet sind. Dass er uns erlöst hat. Erlöst hat von Sünde, erlöst hat von altem Leben. Und all diesen Sachen, das ist es, was er uns da beschreibt. Und dann beschreibt er auch, wie wir sozusagen, wie wir darauf reagieren auf diese Sache. Wie wir auf unsere Wiedergeburt, auf unsere Errettung reagieren. Und er sagt, okay, das Erste ist, seid heilig. Das Zweite, fürchtet Gott. Und das Dritte ist, liebt einander. Liebt einander. Weil wenn du wiedergeboren bist, kannst du nicht mehr in Isolation leben. Und das ist das, was Petrus ihnen mitteilt. Und schaut mal ab Vers 22, was da steht. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie das Gras ist Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Vers 25. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Kapitel 2, Vers 1. Legt nun alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden ab. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig
gierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wächst zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Einige Männer von euch haben das vielleicht schon mal gemacht, vielleicht auch ein paar Frauen. Wir Männer, wir mögen irgendwie Autos. Das macht bei uns irgendetwas. Wenn wir so ein tiefes Gröhlen von dem Auspuff hören, das gibt uns Gänsehaut. Und was ich schon mal gemacht habe und wahrscheinlich viele von euch auch, Männern, ich habe schon mal, bin ins Internet gegangen und da kannst du zu einem Hersteller gehen und dir das Auto aussuchen und dann nicht nur das Auto aussuchen, sondern dann kannst du sozusagen das Auto konfigurieren, wie du es gerne hättest. Und ich habe das schon mal gemacht und weißt du was? Und das Ding ist, am Anfang ist das ein Auto, du wählst das Modell aus und dann kannst du die ganzen Extras anwählen. Und du, hey, plötzlich brauchst du Extras, über die du noch nie nachgedacht hast. Weißt du, mein so, auf jeden Fall, weißt du, mein so, eine Lenkradheizung. Oh, macht Sinn, hey, das passt schon, okay? Weißt du, mein so, Känguru-Ledersitze, wow, warum nicht? Weißt du, ich meine so, braucht man bestimmt. Nackenlüftung, weißt du, ich meine so, auf jeden Fall ist bestimmt irgendwas Orthopädisches. Meine Mutter hat immer gesagt, mach die Fenster zu, es zieht, ich spüre es am Nacken, aber wozu brauchst du heute hast du eine Nackenlüftung. Oder hey, das Beste ist, vor kurzem habe ich das mitbekommen, und zwar von einem Bruder, der, und zwar, es gibt wirklich eine Behälter, also deine Tasse. Und zwar gibt es eine Kühlung für deine Tasse, für deinen Tassenhalter und eine Heizung für deinen Tassenhalter. Braucht jeder, weiß ich mein so, braucht jeder. Das Problem ist an sowas, ist, dass am Anfang kostet das Modell 17.000 Euro, mit den ganzen Extras 57.000. Und das ist halt das Problem bei so den ganzen Extras. Aber wisst ihr was, dann gibt es Hersteller, die nennt man die oberste Luxusklasse. Dort kannst du zwar Sachen anwählen, aber am Preis ändert sich gar nichts. Warum? Weil im Preis ist alles inklusive. Du wählst was an, du kannst zwar die Farbe tauschen, du kannst sie auswählen, du kannst die Ledersitze und die Farbe kannst du zwar umtauschen bzw. anders anwählen, aber am Preis ändert sich gar nichts. Warum? Weil alles ist inbegriffen. Und das ist, was Petrus den jungen Christen sagt. Er sagt, hey, eure Errettung, eure Wiedergeburt ist sowas voll mit Extras, sowas voll ausgestattet, sowas vollkommen, dass es nichts hinzuzufügen gibt. Es sieht zwar bei jedem ein bisschen anders aus, aber jeder hat die gleiche Errettung, die gleiche Wiedergeburt empfangen, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Und so gibt es Hersteller, wie zum Beispiel, ich nenne keine Namen, auf jeden Fall, da kannst du alles anwählen, was du willst, am Preis ändert sich gar nichts. Warum? Weil in diesem Preis ist bereits alles extra, was es gibt. Das Beste, was es gibt, ist schon involviert. Und so ist es mit unserer Errettung. Wir können dem nichts hinzufügen. Mit unserem Leben können wir nicht noch mehr anwählen oder noch mehr an Extras bekommen, sondern mit unserer Wiedergeburt ist alles bereits inklusive. Und dann, schaut mal, in Vers 22 sagt er, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Liebe, Bruderliebe, gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Was er hier sagt, okay, hey, ihr seid wiedergeboren, ihr habt alle Extras, die ihr benötigt, alles habt ihr jetzt, reinigt euch, was sollt ihr, reinigt durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Johannes sagt in Kapitel 17, Vers 17, dass sein Wort ist Wahrheit. Sein Wort heiligt uns und sein Wort ist Wahrheit. Das heißt, hier, da ihr eure Seelen bereits passiert ist, durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, ihr habt die Wahrheit angenommen, das Evangelium habt ihr angenommen und eure Seele wurde durch diese Wahrheit bereits gereinigt. So jetzt, was ihr macht, ist Bruderliebe. Bruderliebe. Warum? Weil Wiedergeburt, wenn du neu geboren bist, wirst du in eine Familie hineingeboren. Was bedeutet, du kannst nicht mehr in Isolation leben. Das funktioniert nicht. Wenn du ein Christ bist, wenn du tatsächlich Jesus wirklich geschmeckt hast, dein Leben ihm niedergelegt hast, funktioniert es nicht mehr, dass wir was? In Isolation leben. Wir müssen in Gemeinschaft leben. Deswegen bin ich so begeistert, dass unsere Tribes morgen starten. Halleluja. Und deswegen, falls du noch kein Tribe hast, melde dich in einem Tribe ein. Warum? Warum? Weil hier steht, wir sollen was? Wir sollen in Bruderliebe leben. Gereinigt haben. So liebt einander. Passt auf. Bruderliebe, das griechische Wort, ist Philadelphia. Also wie die Creme.
Okay, zum aufs Brot streichen. Amen. Ise liebt Philadelphia. Bei uns gibt es Familienpackungen von XXXL Philadelphia. Und Ben Aftali liebt auch die Philadelphia, aber die mit Schokolade. Okay. Aber Philadelphia bedeutet Bruderliebe. Und dann sagt er, liebt einander. Was heißt es? Liebt einander. Hier wird eine andere Liebe im Griechischen verwendet. Bruderliebe ist Philadelphia. Liebt einander ist Agape. Agape heißt göttliche, aufopfernde Liebe. Er sagt, wenn ihr gereinigt seid durch das Wort, ihr habt es empfangen, ihr habt Wiedergeburt empfangen, dem kann nichts mehr hinzugefügt werden, alles ist bereits in euch drin. So, lebt es jetzt aus. Lebt es jetzt aus. Wie sollt ihr es ausleben? In Gemeinschaft. In Gemeinschaft. Liebt einander. Nicht wie Brüder. Liebt einander, so wie Gott euch geliebt hat. Was bedeutet, Gott hat euch geliebt, egal wie ihr seid. Gott hat euch vergeben, egal was ihr gemacht habt. Gott ist euch gnädig und so sollt ihr sein. Und es funktioniert nur in Gemeinschaft. Und deswegen sagt er, eure Seelen sind gereinigt. Warum? Weil unser alter Mensch könnte das nie machen. Aber unser neuer Mensch durch die Wiedergeburt ist voll von der Liebe Gottes. Alles ist bereits da. Es gibt kein Extra, dem noch irgendetwas hinzugefügt werden muss. Jetzt schaut mal, bei diesen Luxusherstellern, was da ist, da sind sogar die Kundendienste sind im Preis bereits inbegriffen. Du musst nicht mal für einen Kundendienst zahlen. Aber du musst den Kundendienst trotzdem machen. Und so ist es mit uns. Alles ist bereits in uns. Alles ist im Preis inklusive. Aber den Kundendienst müssen wir trotzdem regelmäßig machen. Wir müssen gereinigt werden. Und dafür benötigt es Gemeinschaft. Weil du kannst in mir Knöpfe drücken, von denen ich nicht mal gewusst habe, dass ich sie noch habe. Aber anstatt auf dich sauer zu sein, heißt es, da fange ich an, dir zu danken. Warum? Weil das ist Zeit für einen Kundendienst. Der zwar schon im Preis inklusive ist, ich muss dafür nichts mehr zahlen, aber ich muss ihn machen. Und das ist, was Petrus hier sagt. Und dann sagt er, schaut mal, Und dann denkst du dir vielleicht, das ist doch unmöglich. Wie kann ich lieben, wie Gott liebt? Wie kann ich vergeben, wie Gott vergibt? Wie kann ich gnädig sein, so wie Gott gnädig ist? Wie kann ich geduldig sein, wie Gott geduldig ist? Weil all das ist in dieser seiner Liebe inbegriffen. Und dann sagt er Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen. Okay. Denn ihr seid wiedergeboren. Du denkst dir, wie kann ich das machen? Petrus sagt, pass auf. Denn du kannst es machen, weil ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Okay, schaut mal. Wenn du, bevor du zur Welt kamst, hat Gott bereits jeden Tag, wie du aussehen wirst, was du machen wirst, bereits in ein Buch geschrieben. Okay? Sowas nennt man in der Wissenschaft Erbgut. Okay. In dem Moment, wenn die Samenzelle deines Vaters sich mit der Eizelle deiner Mutter verschmolzen ist, entsteht die erste Zelle und das bist du. In dieser Zelle ist ein Erbgut und in diesem Erbgut sind Gene, die beschreiben, welche Haarfarbe du haben wirst, wie groß du sein wirst, welche Augenfarbe du haben wirst, dass du erfolgreich dein Studium abschließen wirst, dass du ein erfolgreicher Geschäftsmann sein wirst, dass du ein toller Vater sein wirst. All das ist in diesem Erbgut bereits vorhanden. All das ist bereits da. Das in dem Moment, wo sich die Samenzelle mit der Eizelle deiner Eltern verschmolzen ist, in dem Augenblick entsteht die erste Zelle, das bist du. Und in dieser Zelle ist das gesamte Erbgut, wer du bist. Und Psalm 139, Vers 16 sagt, dass Gott dich, bevor du geboren wurdest, hat er bereits gesehen, wie du bist, was du machen wirst, wie erfolgreich du sein wirst. Jeder Tag deines Lebens ist bereits hineingeschrieben in seinem Buch. Warum? Er hat es alles in dein Erbgut reingetan. Und jetzt haben wir aber eine Wiedergeburt. Das ist deine natürliche Geburt. Jetzt haben wir aber eine Wiedergeburt. Du bist wiedergeboren durch was? Wiedergeboren, die Bibel sagt im Johannes 3, sagt, du bist wiedergeboren durch den Geist. Und hier, Vers 23 im 1. Petrus, sagt doch das Wort. So wie du im Natürlichen zwei Eltern hast, so hast du im Geistlichen ebenso zwei Eltern. Du hast das Wort und den Geist. Und in dem Augenblick, wo du Jesus dein Leben niedergelegt hast, ist eine neue Kreatur entstanden, ein neues Wesen entstanden, du, deine Wiedergeburt.
Geburt. Was bedeutet, so wie im Natürlichen in deinem Erbgut jede Information da ist, wie du mal aussehen wirst, wie groß deine Nase sein wird, dass deine Ohren größer sein werden, umso älter du wirst, und aber dein Körper kleiner und irgendwann du komisch aussiehst, weil die Füße proportional zu groß sind für deinen Körper und all diese Sachen, all das steht in deinem Erbgut. Aber hier, wir sind wiedergeboren, was bedeutet, hier haben wir die Samenzelle und eine Eizelle, was den Geist und das Wort, was bedeutet, in dem Augenblick, wo das verschmolzen ist, an dem Tag deiner Wiedergeburt, deiner Errettung, heißt es, du bekommst eine neue DNA, du bekommst ein neues Erbgut. Und in dem Erbgut ist alles da, was du benötigst, um erfolgreich zu sein und die Welt für Jesus zu erreichen. All das ist bereits in dir. Wie kann ich lieben wie Gott? Die Bibel sagt in Römer 5, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen was? Ausgegossen ist. Was bedeutet? Es ist bereits in dir. Such es nicht irgendwo draußen. Versuch es nicht von irgendwo zu holen. Warum? Es ist in dir, weil diese Wiedergeburt ist ein vollkommenes Werk. Dem kannst du nichts mehr hinzufügen. Es ist wie ein Luxusschlitten. Und das ist etwas, wer wir sind. Alles, was du mal sein wirst, ist in diesem Erbgut bereits vorhanden. So, es sind aber drei Sachen, die notwendig sind, um unser Leben auszuleben. Das erste ist Erbgut. Dann das zweite ist aber die äußeren Einflüsse. Und das dritte ist Nährstoffe. Nährstoffe. Nährstoffe sind unheimlich wichtig. Nährstoffe sind unheimlich wichtig. Was sind die Nährstoffe für unser Leben? Es ist das Wort Gottes. Was sind die Umstände? Es sind die Leute, die in dein Leben hineinsprechen. Und wenn das da ist, dann das volle Potenzial, das in dieser Zelle drin ist, von dem Tag an deiner Wiedergeburt, wenn das da vorhanden ist, wenn du Leute um dich herum hast, die dich mal herausfordern, die dich ermutigen, aber ermahnen und korrigieren, aber lieben und gnädig sind mit dir, dir vergeben, aber trotzdem ehrlich sind, die kommen mit Wahrheit, aber nicht nur mit Wahrheit, sondern mit Gerade und Wahrheit. Und die anfangen, dich zu verändern. Wenn du solche Leute um dich herum hast und dich dann anfängst zu ernähren, noch mit dem Wort Gottes, dann hast du hier eine Zelle mit dem Erbgut, dass du, wer du sein wirst in Jesus Christus, plus die Leute, die um dich herum sind, die das Positive in dich hineinsprechen, die dich stützen, die dich drängen, die dich führen, die dich leiten, wo du Gemeinschaft hast, plus das Wort, das du zu dir aufnimmst, dann wirst du zu dem, was Gott bereits in das Buch deines Lebens hineingeschrieben hat. Und das ist Wiedergeburt. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann vertrau nicht auf deine natürliche Geburt, sondern identifiziere dich mit deiner Wiedergeburt. Identifiziere dich mit deiner Wiedergeburt. Vertrau nicht auf das Erbgut deiner natürlichen Geburt, sondern vertrau auf das Erbgut deiner Wiedergeburt, weil alles ist inklusive. Du kannst nicht mehr Liebe haben, als bereits in dir drin ist. Jetzt musst du sie nur ausleben. Du kannst nicht mehr Gnade haben, als bereits in dir drin ist, weil das ist in diesem Erbgut deiner Wiedergeburt bereits da. Das ist, was Petrus zu diesen Leuten hier sagt. Und schaut mal, es gibt im 19. Jahrhundert in Amerika gab es einen Journalisten, beziehungsweise er war eigentlich der bedeutendste und eigentlich auch der erfolgreichste Journalist, beziehungsweise Medienmogul in Amerika. Sein Name war William Randolph Hearst. William Randolph Hearst. Und William Randolph Hearst, nicht nur war er Journalist, sondern er war auch ein Kunstliebhaber. Und irgendwann hat ihm mal jemand von einem Kunstwerk erzählt und das hat ihn sowas von ergriffen, wo er gesagt hat, hey, ich muss das unbedingt haben. Ich muss das unbedingt haben. Dann hat er Leute beauftragt, dass sie in die Welt rausgehen und nach diesem Kunstwerk schauen und es für ihn erwerben. Und sie haben geschaut und geschaut und geschaut und nach Monaten kamen sie zurück und haben gesagt, hey, wir haben überall geschaut, es ist nirgends aufzufinden. Ein paar Wochen später war seine Haushälterin im Keller und im Keller hat sie sozusagen gereinigt, beziehungsweise auch seine ganze Kunstsammlung gereinigt und plötzlich wurde exakt dieses Kunstwerk genau da gefunden. Er hatte es bereits schon, hat es nur vergessen. Und das ist, was unser Erbgut ist.
unsere Wiedergeburt. Wir denken, wir müssen es noch bekommen, dabei haben wir es schon. Es muss nur in uns wachsen. Wachsen, warum? Weil Nährstoffe und äußere Umstände sind wichtig dafür, dass all das Erbgut, das da ist, dass es sich entwickelt. Okay? Deswegen siehst du Leute, die nicht in ihrem vollen Potenzial leben. Warum? Weil sie Nährstoffmangel leiden und weil sie falsche Personen um sich herum haben. Und das ist, was die Bibel sagt. Schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber im Neuen Testament nennt die Bibel, soweit ich weiß, dreimal uns Sünder und über 100-mal Heilige. Warum? Weil Sünde ist etwas, was wir manchmal tun, Heilige ist, was wir immer sind. Die Bibel nennt uns, soweit ich weiß, soweit ich gezählt habe, dreimal Sünder. Dreimal nur im Neuen Testament und über 100-mal Heilige. Warum? Weil Sünde ist das, was wir manchmal tun, Heilige ist, was wir immer sind. Und das ist unser Erbgut. Das ist, wer wir sind, was wir durch unsere Wiedergeburt bekommen haben. Und er sagt, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Warum sagt er das? Weil in Vers 24 sagt er, dass alles Natürliche ist wie das Gras und wie die Grasesblume. Das Gras verwelkt und die Blume fällt ab. Das bedeutet, all das, nachdem wir Ausschau halten und trachten hier in dieser Welt, das ist alles von zeitlichem Bestand und hat keinen ewigen Wert. Und er sagt, hey, hört auf, euch dadurch zu ernähren, sondern fangt an, das Wort, weil das Wort ist ewig. Das Wort ist ewig. Glaubt mir, ich weiß, ich habe mal schöne Haare, aber sie sind verwelkt wie Gras und die Grasesblume. Ich hatte echt mal Haare auf dem Kopf. All das und es war ein Thema für mich, weil ich habe ziemlich früh schon gemerkt, dass Haare ausfallen. Du fängst dich an mit 18 zu kämmen und plötzlich hast du nur einen Buschel in der Hand. Und es ist komisch. Und deine Mutter, weil sie eine gute Mutter ist, sagt sie, nö, sieht alles noch immer aus, wie es ist. Weißt du, ich meine so. Aber hey, immer weniger. Aber wie ihr wisst, ich sage nicht, ich habe keine Haare verloren, sie sind nur gewandert von hier nach da. Weißt du, ich meine so. Für all die noch keine 30 sind, das ist die Zeit der Gnade. Danach kommt die Zeit der Realität. Halleluja. Gott ist gut, aber lasst uns weitermachen. Kapitel 2, Vers 1 steht, legt nun alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverwelschten Milch. Was sagt er hier? Er sagt, hey, es ist Zeit für eine Ernährungsumstellung. Das ist das, was er wirklich sagt. Er sagt, es ist Zeit für eine Ernährungsumstellung. Er sagt, hey, trachtet nach begierig, nach der unverwelschten Milch, was das Wort Gottes ist. Damit müsst ihr euch ernähren. Und er sagt, Fastfood, Neid, Fastfood, all diese Sachen, Fastfood, Trug, Bosheit, übles Nachreden, das müsst ihr lassen. Das müsst ihr lassen. Was ist Bosheit? Bosheit ist, dass du dich freust, wenn jemand einen Misserfolg erlebt. Und natürlich tun wir uns das Gute zurechtlegen im Kopf, weil wir sagen, ja, er hat es verdient. Aber das ist Bosheit. Bosheit ist, wenn du dich über den Misserfolg anderer freust. Das nächste ist Trug. Trug ist, wenn du durch Täuschung, Manipulation zu Dingen gelangst, die dir eigentlich nicht zustehen. Das fängt bei kleinen Sachen an. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. In der Regel einmal im Jahr faste ich 3 Monate vom Klamottenkaufen. Okay. Wieso? Also, weil ich möglicherweise ein Problem damit habe. Naja, anyways. Ich gebe aber sehr wenig Geld für Klamotten aus. Warum? Weil ich kaufe Klamotten und verkaufe sie dann wieder und so weiter. Und so gebe ich nur sehr wenig Geld. Aber anyways. Auf jeden Fall in den letzten 3 Monaten bis zum 1. Mai hatte ich gefastet. Okay, ja, deswegen habt ihr gesehen, ich bin immer ständig in gleichen Klamotten rumgelaufen. Nein, nein.
Und das Blöde ist, in dieser Zeit kommen dann Sachen, und ihr wisst ja, es gibt zwei Sachen, die ich wirklich liebe, weiß, gut, außerhalb von meiner Familie und Gott und all diese, aber zwei Sachen, die ich wirklich, ich liebe Bücher. Ich liebe Bücher, Bücher, Bücher. Ich kaufe Bücher, die ich nie lesen werde, aber Hauptsache ich habe sie. Ich kaufe Bücher, die ich lese und fünfmal lese und ich liebe Bücher und Schuhe. Und was ich dann gemacht habe in diesen 3 Monaten, habe ich echt mal so ein bisschen gesurft und dann habe ich echt Schuhe gefunden. Boah, die wollte ich schon immer haben. Weißt du, ich sag zu Ise, Schatz, die wollte ich schon immer haben, weißt du, vor 3 Monaten rausgekommen, aber die wollte ich schon immer haben. Und zeigt der Ise, weißt du, und zeigt Ise, hey Schatz, guck mal, die Schuhe, gefallen sie dir? Und was ich versuche, durch Täuschung, etwas in 3 Monaten, wo ich faste, zu bekommen, durch die Finanzen meiner Frau, was mir eigentlich noch nicht zusteht. Und das fängt schon in kleinen Sachen an. Wir versuchen uns das so zusammenzulegen, aber er sagt, was Bosheit, Trug, legt es ab, das ist Fastfood, wird euch nicht weiterbringen. Und dann sagt er Neid. Was ist Neid? Neid ist, dass wenn du jemanden gesegnet siehst, dass du dich nicht mit seinem Glück freust, sondern dich über dein Versäumnis ärgerst. Er hat's, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Oder jemand hat mehr wie du, obwohl du schon gesegnet bist. Sowas nennt man Neid. Und schaut mal, soziale Medien sind komplett darauf aufgebaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie eine Person kennengelernt, die eine Stunde lang in Facebook und Instagram gesurft ist und danach gesagt hat, hey, ich fühle mich so gut jetzt. Boah, das hat richtig gut getan. Ich weiß nicht, habt ihr so eine Person kennengelernt? Ich habe sie bis jetzt noch nicht kennengelernt. Sondern meistens sind die Personen so, boah, ey, Schrott, hey, schon wieder bin ich hängen geblieben. Oder Mann, plötzlich bist du unzufrieden mit deinem eigenen Leben. Oder plötzlich merkst du, fängst du an, über Leute zu reden, die du nicht mal kennst und so weiter. Ich habe noch nie eine Person kennengelernt, die gesagt hat, hey, ich habe jetzt eine Stunde mit denen auf Instagram verbracht, habe 25 Herzchen verteilt und so weiter, habe 3 Kommentare, ich fühle mich so gut. Habe ich noch nicht kennengelernt. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch anders. Warum? Weil das Fastfood ist. Und dann das Nächste sagt er was? Übles Nachrede. Üble Nachrede. Legt üble Nachrede ab. Was ist üble Nachrede? Lästerei ist sozusagen das Extreme. Aber üble Nachrede ist, über andere auf eine Art und Weise zu reden, dass du jemanden beeinflusst, schlecht oder schlechter über eine andere Person zu reden und zu denken. Okay? So, üble Nachrede, das klingt krass, aber es ist, wenn du mit jemandem redest über eine andere Person und du sozusagen etwas sagst, dass sozusagen die Sicht dieser anderen Person ändert hinsichtlich einer anderen Person. Das war kompliziert. Ja? Auf jeden Fall, wenn du mit deinem Ehepartner, mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund über eine andere Person redest und die Person hat danach eine schlechtere Sicht auf die Person, über die du geredet hast, das ist eine üble Nachrede. Alle auf die Knie. Spätestens. Ja. Und du denkst in der Ehe, ja, wir sind ehrlich, wir erzählen uns alles. Ihr könnt euch alles erzählen, die Frage ist nur, wie? Beste Freundin, sie weiß alles von mir. Sie kennt die Tiefen meines Herzens. Zeig die bitte niemandem. Wenn du mit deinem Ehepartner redest, mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund über eine andere Person und ihr habt keine positivere Sicht auf die Person, über die ihr geredet habt danach, das ist üble Nachrede. Und die bringt Tod. Oh. Quarantäne ist gar nicht so schlecht. Weißt du? 2 Wochen mit niemandem über irgendetwas reden. Aber er sagt, hey, seid wie Kinder. Begierig nach der unverfälschten Milch. Begierig nach der unverfälschten Ernährungsumstellung. Weil das Ding ist, Neid, Bosheit, übles Nachreden und all diese Sachen, dadurch werdet ihr Nährstoffmangel erleiden und ihr werdet dadurch immer schwächer werden. Und er sagt, seid aber Kinder, begierig nach der unverfälschten Milch. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vor 5 Wochen bin ich das erste Mal Onkel geworden. Also Onkel geworden. Ja, ich bin zwar schon Onkel durch
diese Seite, aber das ist jetzt nicht durch, wie sagt man, wir sind nicht blutsverwandt. Okay, aber das erste Mal bin ich Onkel geworden. Meine Schwester, die die meisten von euch noch nicht kennen, sie hat ein kleines Kind zur Welt gebracht, ein Mädchen. Und dieses Mädchen ist sowas von gechillt, die schläft die ganze Zeit. Meine Schwester sagt immer, was ist mit dir los, Mann? Manchmal, ob sie schreit oder ob sie schläft, ob sie ruhig ist oder ob sie mit den Händen fuchtelt, sie ist immer, was ist los mit der? Weißt du? Und was du aber siehst, diese Kleine, die ist sowas von gechillt. Ich habe sie am Donnerstag habe ich sie gesehen, habe sie in die Hand genommen, nach 5 Minuten ist sie bei mir eingeschlafen. Weiß ich mal. Und dann schläft sie für 2,5 Stunden und nachts schläft sie auch. Um 10 Uhr geht sie schlafen, um 5 Uhr steht sie das erste Mal auf und weiß ich mal. Ja, genau. Für all die, die Kinder haben. Bei uns war das nicht so und vielleicht ist das der Grund, wieso wir nur eins haben. Aber anyway, nein, Spaß. Und dieses Mädchen, diese Kleine, die ist so einfach gechillt, die bewegt nicht mal ihre Muskeln hier, weißt, die lächelt nicht, die hat immer das gleiche Gesicht. Das Gesicht verzieht sich nur, wenn sie irgendwie anders liegt, weißt du, so ist die. Aber kaum hat sie meine Schwester auf dem Arm. Plötzlich fängt die Kleine an, tief zu schnaufen, fuchtelt sie mit den Armen und fängt an zu schreien. Warum? Sie riecht die unverfälschte Muttermilch. Und das ist das Bild, was Petrus sagt, wie wir sein sollen. Er sagt, seid begierig wie kleine Kinder. Die Kleine, du denkst, du legst sie hin, weißt du, so stundenlang kannst du machen, was du willst, passiert gar nichts. Aber wehe, sie riecht die unverfälschte, reine Muttermilch. Oha, danke. Du kannst gar nicht so schnell gucken, weißt du, wie sie anfängt zu reagieren und du denkst, was ist mit dem Kind los? Sie riecht die unverfälschte Milch. Und das ist, was Petrus sagt, das ist, was in uns entwickelt werden muss, diese Liebe für das Wort Gottes, dass wir anfangen zu schreien, dass wir anfangen zu schnaufen, dass wir anfangen mit den Händen und mit den Füßen zu wedeln, nur wenn wir an das Wort Gottes denken. Das ist etwas, was Petrus sagt, hey, so müsst ihr sein. Ändert eure Ernährung. Morgens nicht als allererstes ans Handy, Instagram, eure Aktienkurs, euren Kryptowährungskurs und so weiter, halt das anschauen. Das Erste ist unverfälschte Milch. Warum? Weil das wird euch stärken. Das wird die DNA, das Erbgut, das Jesus in euch durch eure Wiedergeburt hineingelegt hat, das wird wachsen und ihr werdet zu dem werden, was Jesus bereits vor Grundlegung der Welt für euch vorherbestimmt hat. Seid wie kleine Kinder, begierig nach der unverfälschten Milch, nach dem Wort Gottes. Und dann sagt er was? Dann sagt er, damit ihr durch sie wächst zur Rettung. Warum wächst? Alles ist bereits in uns drin, in dem Erbgut durch unsere Wiedergeburt. Es gibt nichts, was Jesus da noch mehr hineinlegen kann. Es muss aber jetzt was wachsen. Wachsen. Und du kannst ein Kind die ganze Zeit mit Wasser ernähren, mit Fastfood ernähren und mit Zucker ernähren und es wird nicht das erfüllen, was von Grundlegung der Welt in sein Erbgut hineingelegt wurde. Das ist, was ist. Und so sagt er es ebenso, sagt er, seid begierig nach der unverfälschten Milch. Warum? Weil es bringt Wachstum. Es ist notwendig für eure DNA und für das Erbgut, dass das, wozu ihr berufen seid, dass das wirklich zum vollen Potenzial hervorkommt, beziehungsweise in Erscheinung tritt. Das funktioniert nur durch das Wort Gottes. Warum? Weil das Wort Gottes ist das Einzige, was uns Gott unverfälscht, unverschwommen widerspiegelt und wie wir zu dem werden, was wir werden sollen, unser bereits eigentlich in unserer DNA geschrieben ist. Weil die Sache, und dann sagt der Vers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, wenn du wirklich Errettung erlebt hast, dann sagt er, gibt es keine andere Option. Fang an, begierig nach dem Wort Gottes zu lechzen. Fang an, begierig nach dem Wort Gottes zu schauen. Bei mir, ihr wisst, die meisten von euch wissen, ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe das Wort Gottes. Manchmal muss ich mein Hirn ausschalten, um über das Wort Gottes nicht nachzudenken, weil sonst kann ich nicht schlafen. So ist es bei mir. Plötzlich sagt die Ise zu mir, hey, Schatz, bist du wach? Und ich so, hey, ich zitter, weil mich dieser Vers sowas von packt und ich kann nicht schlafen. Warum? Ich bin begierig nach diesem Wort Gottes. Ist es immer so? Nein.
Nein, sondern ich muss mich entscheiden, begierig zu sein nach dem Wort Gottes. Ich muss mich entscheiden, jeden Tag das Wort Gottes zu lesen. Jeden Tag, jeden Tag. Und das ist mein Entschluss gewesen vor vielen, vielen Jahren, dass ich bis zu meinem Lebensende werde ich die Bibel in den ersten 6 Monaten immer mindestens einmal durchlesen. Warum? Habe ich Lust manchmal? Überhaupt nicht. Aber ich will begierig sein nach der unverfälschten Milch. Und manchmal lese ich was in der Bibel und denke mir, was bringt mir das jetzt gerade? Aber wisst ihr, wie das Wort Gottes ist? Es gibt Medizin. Und zwar, es gibt eine Medizin, die ist mit einem zeitgesteuerten Wirkstoff. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn du diese Medizin zu dir nimmst, dass die Medizin und der Wirkstoff wird nicht direkt ausgeschüttet in deinem Körper. Okay? Du nimmst die Medizin zu dir und der Wirkstoff wird nicht sofort ausgeschüttet in deinem Körper, sondern erst wenn der Körper Signale abgibt, dass er den Wirkstoff braucht, fängt das Mittel an, sozusagen an den Punkt zu kommen und sich um diese Sache zu kümmern. Das ist ein zeitgesteuertes Arzneimittel. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Manchmal nimmst du es zu dir, manchmal füllst du dich damit und du denkst dir, wozu brauche ich das jetzt? Na, möglicherweise nicht jetzt, aber es ist wie diese Medizin, es ist zeitgesteuert. Was bedeutet, wenn du mal an einen Punkt kommst, plötzlich kommt dieser, wo du einen Bibelvers brauchst, wo du Gottes Wort brauchst, wo du merkst, hey, ich bin jetzt gerade in Schwierigkeiten, Gott, wo bist du? Was sagst du? Was machst du? Gott, was ist das, was du sprichst? Und plötzlich kommt dieser Bibelvers hoch. Warum? Weil die Bibel, das Wort Gottes, wenn wir es nehmen, ist zeitgesteuert. Es kommt, wenn Signale entstehen. Und dann kommt es genau an den Ort, wo es benötigt wird. Das Wort Gottes ist sowas von mächtig und gewaltig, gigantisch. Ich weiß, manche von euch, wisst ihr was Luther gesagt hat? Hey, wer von euch würde gerne mal so richtig, so wie sagt man, audible, hörbar das Wort Gottes hören? Wer von euch so wie sie so hörbar Gottes Wort zu hören? Wisst ihr, was Luther sagt? Kein Problem. Nimm die Bibel, lese laut vor. Und das ist wahr. Das ist wahr. Das ist wahr. Willst du Gottes Stimme wirklich hörbar hören? So richtig mit deiner Stimme? Das ist ganz einfach. Geh hier, nimm es und sag es. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig... Das ist Gottes Wort, hörbar. Seine Stimme. Mehr brauchst du nicht. Das ist, was sein Wort ist. Es ist zeitgesteuert. Deswegen seid wie kleine Kinder begierig danach. Es verändert dein Leben. Durch die Wiedergeburt hast du es erlebt, dass eine neue DNA, dass du neues Erbgut empfangen hast. Und in diesem Erbgut sind all die Gene, was Gott mit dir vorhat, wie du die Welt erreichen wirst, deine Nachbarschaft erreichen wirst, wie du Menschen ins Königreich Gottes hineinführen wirst, damit sie Gott kennenlernen, damit sie Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und selbst den Unterschied ausmachen. Aber Gott, alles ist bereits in dir. Alles ist bereits in dir. Es gibt nichts, was Gott dem noch mehr hinzufügen kann. Warum? Weil deine 2 Eltern sind Geist, der Heilige Geist und das Wort Gottes. Und das hat dich zur Wiedergeburt gebracht. Und das hat eine neue DNA, ein neues Erbgut in dir hervorgebracht. Jetzt geht es nur darum, dass du nicht an Nährstoffmangel leidest. Weil wenn du an Nährstoffmangel leidest, wirst du das nicht erfüllen, zu was du alles berufen bist. Und damit du keinen Nährstoffmangel leidest, geistlichen Nährstoffmangel leidest, brauchen wir unverfälschte Milch, damit wir wachsen. Wir müssen begierig sein nach dieser unverfälschten Milch, damit wir wachsen. Wachsen zu was? Zu all dem, wozu Gott uns berufen hat. Das ist das Wort Gottes. Deswegen liebe ich dieses Wort Gottes. Ja, ich weiß, ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber lass mir eine letzte Geschichte erzählen. Das ist die Geschichte, die mich sowas von jedes Mal packt, wenn ich denke, boah, ich habe keine Lust, manchmal das Wort zu lesen und ich habe keine Zeit, aber manchmal sind es einfach nur 2 Bibelverse. Ich brauche einen Vers für die Woche, der packt mich. Ich glaube, eine Person in Afrika in einem Gefängnis und diese Person, ich weiß nicht mehr genau, was sie gemacht hat. Auf jeden Fall, sie wurde so schlecht behandelt von den Gefängniswärtern, so schlecht behandelt von den anderen Gefangenen. Und was er gemacht hat,
Die haben ihn so schlecht behandelt, dass er immer die Toiletten putzen musste. Und weil es da kein fließendes Wasser gab, musst du den Kot und all das, musstest du immer sozusagen per Hand rausholen. Und diese Person hat das gemacht, weil sie ihn sozusagen alle geärgert haben, beziehungsweise auch verstoßen haben. Und weil sie dort kein Papier haben, um nach dem Geschäft sich abzuputzen, haben sie angefangen, die Bibel zu nehmen, weil das einzige Papier war, was sie hatten. Und haben sich damit angefangen abzupusten. Leute, die mit der Bibel nichts anfangen konnten. Und diese Person hat angefangen, hat gesehen, da steht was drauf auf diesem Papier. Und hat angefangen zu lesen. Bis er angefangen hat zu lesen. Johannes 3,16. Hat sein Leben Jesus übergeben. Danach hat er sich freiwillig gemeldet, um die Toiletten zu putzen, um die Bibel zusammenzubringen, zusammenzuführen, hat den Kot weggewischt, den Urin weggewischt, die Spucke weggewischt, wegen dem lebendigen Wort Gottes, weil es ein ewiges Wort Gottes ist. Und Gott hat so ein Wunder getan, er hat durch das Wort, ist er eine neue Schöpfung geworden, durch den Geist, der es in ihm erquickt hat, ist er zu einer neuen Schöpfung geworden, eine neue DNA hat empfangen. Gott hat ein Wunder getan, obwohl er bis zum Lebensende eigentlich im Gefängnis hätte sein sollen, nach ein paar Monaten ist er freigekommen, hat eine Bibelschule besucht und hat angefangen, eine Gemeinde zu gründen und für die Menschen zu Jesus. Warum? Weil das Wort ist ewig. Seid begierig nach der unverfälschten Milch. Die führt euch zum Wachstum und zur Rettung.